So, meine Damen, willkommen, 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 Sonnenschein. Ich glaube, ich habe den Trick rausbekommen. Ich glaube, wir brauchen hier diesen Ladewagen und dann können wir nämlich das dort reinmischen mit. Also, so kann ich mir es vorstellen. Und Ladewagen, der kann nämlich Gras, Heu, Stroh einsammeln. Kostet aber jetzt noch 10.000 zu viel, die wir uns gerade nicht leisten können. Wir werden mal kurz mit Falken weiterreiten, denn er hat 92% schon. Deswegen genug im Kreise gerannt, kannst du sagen, kann man sagen. Wir müssen also mal gucken, ob die Bank uns noch einen Kredit gibt. Darauf werden wir aber, das werden wir mal gucken, wenn wir auf Summer reiten. Da können wir nämlich Summer weiter trainieren und können uns aber weiter im Plan überlegen, wie wir jetzt am besten die Pferde mit einer totalen Mischung bedienen können. Also die haben zwar Hafer ist nie voll, ein Toy ist aber auch nicht voll. Deswegen, F hat einen vollen Tank. Oh, ich habe mein eigenes Fahrzeug verpasst. Vergessen. Oh, shitty. Ja, plus die Scheiße ist ja. Das war, was ich ja jetzt hier gekauft habe, diesen Ballen. Den kann ich ja nicht gleich machen, oder? Oder kann ich den, ich sag jetzt mal, grob gesagt, drauf fahren und weg ist er. Falken ist wieder auf der Weide, sehr gut. Wie brauchen wir jetzt unseren Anhängerchen? Und holen uns mal... Also, wir holen uns... Genau, wir brauchen jetzt unsere Anhängerchen und holen uns mit unseren Anhängerchen. Ich glaube, man ist mal wieder sehr schlau im Kopf. An sich habe ich jetzt das Positive an den Pferden gefunden. Was wir hier mitmachen, weiß ich noch nicht. Bisher gruben wir das ja noch unter. Aber können sie Silage damit herstellen? Das Feld ist so groß. Ich glaube, hier könnte ich ein bisschen was Geld verdienen. Zwar nicht viel, aber... also erstmal machen wir, gucken mal kurz Silage. Ist das hier Silage? Ich glaube ja. 200 Hafen Süd. Ist das Heu hier? Müssen wir gleich noch mal gucken. Das können wir ja wie gesagt auf dem Pferd noch machen. Wir wollen aber kurz mal gucken. Das ist Hafer hier. Hafer bringt uns mehr als Weizen bis jetzt, oder? Nee, weniger. 705. Aber hier kommt natürlich auch einiges raus an Weizen. Ja, ein Hafer. Ja. So, wie gesagt, wir haben jetzt Forken geritten, gereitet, genau. Gereitet von spät zur Nacht durch Wind. Jetzt haben wir aber unsere Shaggy. Schluck auf. Nice. Summer Writing. Kurz mal hier drüber springen schon mal. Wie reiten wir jetzt in einem anderen Feld hinter? Da haben wir glaube ich genug Zeit nochmal. Ich wollte gerade sagen zu googeln, aber googeln ist es ja nicht. Ich finde es aber gut, dass es solche kleinen Kisten hier sind. Ich habe gedacht, ich brauche hier schon wieder einen Gabelstapler oder sowas. Aber die kann man ja einfach aufs Auto draufsetzen und weg bin ich. Und es gibt eigentlich auch gutes Geld dafür, dass man eigentlich nichts machen braucht. Ist vielleicht nur mal nett zu wissen, 30, 30, 24. Und ich weiß aber gerade nicht, wie viel reinpassen. Ja, Pferdestall, Hühnerstall. 100 passen rein. Also, ich habe noch ein kleines bisschen mehr Platz. Aber so viel auch nicht mehr. Also, ich habe jetzt noch Platz für 7 plus 9, sagen wir bei 16. Aber ich glaube 16 Tiere, wenn ich mich nicht verrechne. Die können wir ja so mal zwischendurch und so. Jetzt gucken wir nochmal,
Also das ist Stroh. Fuck. Gras, Heu. Häckselgut und Stroh. Also scheißegal, was ich da eigentlich jetzt gleich aufladen würde. Es wäre ja nur ein Nebenprodukt. Aber wir können bloß eins und beiden verkaufen. Ne, wir können beides. Ist das nicht Gras hier gewesen? Gras und Dreiecke. Ja, machen wir kurz den Reitung hier lang. Dreiecke, genau, das ist das Stroh. Das ist Stroh, was unten liegt. Und das andere ist Gras, das habe ich mir eigentlich schon gedacht. Das heißt, wenn wir uns jetzt einen Kredit leisten, könnte man sich einen Ladewagen holen. Und das könnte man machen. Das wäre eine Idee für den nächsten Part, dass man da nochmal sich einen Ladewagen holt. Guck mal, der hat unten Bug. Prozent. Kann man ja fast schon wieder zurückreiten hier. Kann er vielleicht jetzt von oben nach unten? Jetzt ist er so der Rand weg, sagen wir es mal so. Wie voll war der jetzt hier? Vielleicht können wir gleich nochmal leer machen. Das können wir machen. Wir müssen mal aber den nächsten Part. Nee, also wir kommen. Wir können vielleicht das ganze Feld noch abernten. Das passt alles in einen Hänger. Das ist geil. Das ist richtig geil. Scheiße, wenn ich so für die letzten paar Liter fahren müsste. Und der hat keine Anhängerkupplung. Genau, fahr weiter. Genau, das ist ja nicht mein Feld. Also kann ich hier drüber fahren. So. Bleib stehen. Ach du hässliche Drecksau. Ich finde es ja gut, dass so die Felder ja nicht kaputt gehen, wenn es nicht die eigenen sind. Das hat schon seinen Vorteil. Sehe ja jetzt. Weil ich will ja einfach bloß mit Sommer dann wegreiten. Es ist komisch, das Feld ist komisch. Das Feld ist richtig komisch. Aber wir kommen nicht weg. Wir kommen nicht mit einer Ladung hin. Also wir sehen alle, irgendwas stimmt hier nicht. Wenn wir noch mal so lange fahren hier. Echt jetzt? Jetzt. So, da reiten wir noch mal mit Sommer wie der Wind weg. Also eigentlich, das ist wirklich mit dem Pferden, das ist eine Wertanlage, die dauert ewig. Weil für einen wird es nervig sein, das die ganze Zeit zu reiten. Und wir sehen auch, wir haben jetzt noch nicht mal das Doppelte am Wert erreicht.
Also hier haben wir 5.000, hier haben wir 7.000, also noch einen Tag und dann haben wir vielleicht gerade mal das erreicht. Das ist traurig. Aber vielleicht holen wir uns doch noch ein paar mehr Pferde, wenn es traurig ist. Also es ist so ein kleiner Spaßvertrieb zwischendurch. Wir müssen wieder an unser Feld dran denken. Das habe ich ja jetzt schon wieder fast ganz komplett vergessen. Nein, meine Maus und meine Tastatur sind aus. Wer weiß warum. Ja, jetzt leckt es nämlich. Jetzt gehen sie wieder an. Doch nicht. Ja, auch jetzt. Also, sobald ich mich wieder bewegen kann, beende ich auch den Part. Dann würde ich sagen, wenn ich da ganz Part gefallen habe, dann lasst doch natürlich einen Daumen nach oben da. Wenn nicht ein Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare, wenn mehr davon sieht man doch nicht. Summer. Oh, Summer mit seinen. Och, ja gut, wir haben noch einen ganzen Tag zu sagen. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, dann nehmt ihr den Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare, wenn mehr davon sieht man doch nicht. So, ciao.